Hallo zusammen, mein Name ist Werner Neumann. Ich unterrichte das Fach Jazzgitarre an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartholdy in Leipzig und würde gerne in diesem Video ein paar Worte zum Thema Aufnahmeprüfung verlieren. Meine KollegInnen und ich erhalten jedes Jahr eigentlich immer dieselben Fragen zum Thema, zum Beispiel, welche Stücke spiele ich am besten, wie ist es mit der Theorieprüfung, gibt es eine Rhythmusgruppe, wie lange dauert das und so weiter und so weiter. Und ich dachte, es wäre eine gute Idee, hierzu ein paar Antworten zu liefern. Zunächst mal ganz einfach, es gibt ein Online-Portal, das ist immer offen vom 1. bis zum 31. März. Ich verlinke das unter diesem Video hier und da erhält man sämtliche wichtigen Informationen bezüglich Fristen, Adressen und so weiter. Des Weiteren kann ich vermelden, dass wir ein zweistufiges Verfahren haben. Das bedeutet, zunächst mal hören und gucken wir uns ein Video von euch an und aufgrund dieses Videos entscheiden wir über die Einladung zur Präsenzprüfung. Was wir genau in dem Video sehen wollen, unterscheidet sich von Instrument zu Instrument. Dazu schaut ihr bitte auch nochmal auf unserer Homepage nach. Für mein Instrument kann ich sagen, ich hätte gern entweder zwei Jazz-Standards gehört oder ein Jazz-Standard und ein Stück aus der Stilistik Rock, Pop, R&B, Funk, Blues, was auch immer. Was immer ihr da spielt, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man euch sieht und hört und dass ihr der Mittelpunkt des ganzen Geschehens seid. Also ihr spielt das Thema des Stückes und eine Improvisation. Könnt auch noch ein anderes Solo begleiten, ist aber nicht so wichtig. Die Gesamtlänge sollte nicht 10 Minuten überschreiten. Inhaltlich würde ich Folgendes sagen, ob ihr jetzt einen einfachen Standard spielt, in Anführungsstrichen, also Autumn Leaves oder All the Things You Are oder There Will Never Be Another You oder etwas Komplexeres, irgendwas von Scofield oder Wayne Shorter oder so ähnlich. Das ist zweitrangig. Wichtiger wäre, dass ihr ein Stück spielt oder zwei Stücke spielt, bei denen ihr euch wirklich gut wohlfühlt und zu Hause. Besser ein einfaches Stück, bei dem ihr euch nicht überfordert, als ein komplexes Stück, das vielleicht im ersten Augenblick Eindruck schindet, aber ihr dann vielleicht nicht so gut rüberkommt. Was mir nicht so wichtig wäre, ist die Audio- und Videoqualität. Ihr könnt einfach ein Handy aufstellen und dann losspielen. Das passt für mich. Ob ihr jetzt einen Loop nehmt, euch selber aufnehmt oder zu einem Play-Along spielt aus dem Netz oder Ableton oder einen Proberaum-Mitschnitt nehmt oder einen Live-Mitschnitt, völlig egal, das geht alles. Ich würde auch zu diesem Thema auch noch mal ein kleines Beispielvideo hochladen. Wenn wir dann alle Videos haben, brauchen wir ein paar Tage, um darüber zu entscheiden, wen wir einladen zur Präsenzprüfung. Und die ist dann der wichtigste Tag des Jahres. Dieser Tag geht um 9 Uhr los. Um 9 Uhr sind die Theorieprüfung, Gehörbildung und Harmonielehre. Auch dazu würde ich noch mal ein kleines Beispielvideo machen. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass diese Prüfungen eigentlich nicht sehr schwierig sind, also ein paar Dreiklänge hören, ein paar Vierklänge, ein paar Skalen aufschreiben, vielleicht eine Melodie aussetzen, alles nicht so schwierig, aber es gab schon Leute, die eigentlich ganz toll vorgespielt haben, aber dann hinterher bei den Theorieprüfungen durchgefallen sind und das ist so ein bisschen schade, deswegen bitte ich euch darum, diese Theorieprüfung möglichst gut vorzubereiten und ernst zu nehmen. Wenn man einen Programmpunkt nicht bestanden hat, gilt die ganze Prüfung als nicht bestanden. Nach der Theorieprüfung kommen die Hauptfachprüfungen dran. Da kommt man in einen Raum, wo dann eine Kommission sitzt, mindestens zwei Leute und eine Rhythmusgruppe vorhanden ist. Im Fall von Gitarre ist das Bass und Schlagzeug, also kein Klavier, keine Akkordbegleitung. Das muss man selber erledigen und ja, dann spielt man entweder die beiden Stücke, die man schon auf dem Video gespielt hat, oder zwei andere Stücke, völlig egal. Auch hier gilt möglichst nicht zu kompliziert, vor allem auch im Hinblick auf die Rhythmusgruppe, die ja dann die Stücke unter Umständen gar nicht kennt. Und je komplexer dann so ein Arrangement ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding nicht so gut klingt, wie es klingen könnte. Daher lieber ein All-Time-Standard, lieber ein Songbook-Standard oder ein Bebop oder irgendwas, was so üblich ist auf Sessions, als irgendwas, was so ein bisschen kompliziert zu lesen ist. Nach den zwei Stücken kann es sein, dass wir euch nochmal nach was anderem fragen, zum Beispiel vielleicht ein Blues in einer bestimmten Tonart oder vielleicht Rhythm Changes oder die Rhythmusgruppe spielt irgendwas und ihr spielt irgendwas dazu. Manchmal gibt es auch was vom Blatt zu lesen. Das entscheiden wir dann ad hoc, ganz spontan.
Nach der Hauptfachprüfung käme dann die sogenannte Pflichtfachprüfung dran. Also im Falle von Gitarre ist das Klavier. Da spielt ihr dann ein, zwei einfache Jazz-Standards und ein klassisches Stück. Und das war es dann auch. Wenn dann alle drei Teile bestanden sind, also Theorie, Hauptfach und Pflichtfach, versuchen wir möglichst schnell zu entscheiden, wer die freien Plätze bekommt. Das Ganze muss dann durch einen sogenannten Zulassungsausschuss, der dann letztendlich darüber entscheidet, wer tatsächlich kommen darf. Aber meistens geht das durch, unser Vorschlag. Und ihr kriegt so schnell, es geht Bescheid. Das geht normalerweise innerhalb von 3-4 Wochen. Und dann geht's los mit dem Studium. Thank you.